selber, wenn ich komische Frisuren trage, dann heißt es, mein Friseurtermin steht wieder bevor. Und ja, ich kann meine Haare nicht mehr offen tragen. Hey Leute und willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich stelle euch heute meine absoluten Top-Favoriten von MAC vor. Bei welchen Produkten lohnt es sich wirklich, diese auch beim MAC einzukaufen? Ihr könnt aber auch gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr irgendwelche MAC-Produkte habt, die eure Top-Favoriten sind. Ab damit in die Kommentare, dann können wir uns ein bisschen austauschen. Kurz noch zu meiner Story. 2011 habe ich meinen ersten großen MAC-Einkauf getätigt. Und seitdem habe ich da so einige Favoriten, die ich wirklich regelmäßig und gerne verwende. Und obwohl ich noch so viele andere Produkte habe, gehe ich immer wieder zu MAC zurück bei den Produkten. Und dann würde ich jetzt einfach mal sagen, viel Spaß beim Video. Fangen wir mal mit der Kategorie Foundation an. Ich persönlich finde die Studio Fix-Reihe mit am besten. Da gibt es aber so viele verschiedene Meinungen. Ich sage euch nur das, was mir persönlich am meisten gefällt. Meine allererste MAC Foundation war die MAC Studio Fix Foundation in der Farbe NC20. Dazwischen hatte ich noch diverse andere Foundations von MAC und ich fand den hier immer mit am besten. Von der Deckkraft her handelt es sich auf jeden Fall um eine mittlere Deckkraft. Das, was ihr aber beachten müsst, ist, dass es halt keinen Pumpspender dazu gibt. Den müsst ihr euch extra holen. Wo ist mein Pumpspender eigentlich? Bei mir ist es so, ich liebe es, wenn die Foundation ein mattes Finish hat, aber meistens sind die dann halt auch eher ein bisschen trockener von der Konsistenz her. Und bei der ist es so, die ist nicht zu trocken und hat trotzdem ein mattes Finish, also betont die nicht so meine trockenen Hautschüppchen. Und das ist mein persönlicher Foundation-Favorit, aber da geht ihr am besten in den Store rein und lasst euch das mal wirklich auftragen. Jeder hat eine andere Präferenz und dann könnt ihr herausfinden, welche Foundation am besten zu euch passt. Wenn ihr aber möchtet, dass es morgen schnell gehen soll, könnt ihr auch die Studio Fix Powder Foundation holen. Das ist eine Foundation, aber in Puderform, also ein Puder mit sehr hoher Deckkraft. Das könnt ihr zum Beispiel schnell mal über euer Gesicht geben und dann habt ihr schon eine Deckkraft, ohne dass ihr irgendwie Foundation auftragen müsst und danach das Ganze mit Puder setten müsst. Das, was ihr aber bei der Puder Foundation hier beachten müsst, ist, dass die nachdunkelt. Also holt euch da am besten irgendwie einen Ton, der so ein bisschen heller ist als eure eigentliche Hautfarbe. Ich persönlich benutze aber am liebsten für diesen richtigen Porzellan-Look beide Produkte zusammen. Dabei gebe ich aber von der Puder Foundation nur noch mal in so einem ganz wenig über mein Gesicht, um den Look so ein bisschen zu perfektionieren. Also, falls flüssiges Make-up nichts für euch sein sollte, könnt ihr auch als Alternative die Puder Foundation nehmen. Als zweites Produkt haben wir aus der Kategorie Concealer eine Palette. Ich weiß aber auch, dass der Bestseller von MAC der Pro Longwear Concealer ist, der auch wasserfest sein soll. Ich persönlich mag die Palette aber am liebsten. Die bekommt ihr, glaube ich, online und auch nur im Pro Store. Da bin ich mir aber nicht sicher, da schaut ihr am besten einfach mal nach. Ich liebe die Palette. Wie ihr sehen könnt, habe ich die schon sehr gut benutzt. Die Palette habe ich jetzt wirklich seit Mai 2015 und fast jeden Tag im Gebrauch und habe immer noch nicht alles aufgebraucht. Ich habe eine Art Narbe im Gesicht, die wirklich nur mit diesem Concealer abgedeckt werden kann. Und ich gehe dann einfach mit dem Beauty Blender rein in die Farbe, mische das so ein bisschen miteinander und gebe es dann auf meine Narbe und auf meine Augenringe drauf. Davor gebe ich meistens immer noch so von NYX den HD Concealer drauf, damit es so ein bisschen großflächiger ist, weil ich mit dem Produkt eigentlich eher sparsamer umgehen möchte. Aber erst wenn ich den Concealer aufgetragen habe, habe ich das Gefühl, dass wirklich alles perfekt sitzt in meinem Gesicht und dass wirklich alles komplett abgedeckt ist. Also wie gesagt, das ist nur mein persönlicher Favorit. Es gibt noch den Pro Longwear Concealer, den könnt ihr euch auch gerne mal anschauen und dann einfach mal gucken, was eher für euch ist. Das nächste Produkt kommt aus der Kategorie Highlighter bzw. Lidschatten und zwar handelt es sich um MAC Nylon. MAC Nylon ist, glaube ich, die schönste Highlighterfarbe ever in meinem ganzen Leben. Die krübelt nicht, die kann man richtig schön einarbeiten in die Haut und dann habt ihr so richtig diesen intensiven Glanz, der nicht glitzert. Den könnt ihr auch im Innenwinkel im Auge benutzen oder generell auch zum Highlighten eurer Lidschatten und überall, wo ihr highlighten möchtet, da könnt ihr auf jeden Fall MAC Nylon verwenden. Ich persönlich würde euch empfehlen, den Refill zu kaufen, dann müsst ihr nicht ganz so viel ausgeben, als wenn ihr die komplette Lidschattenverpackung holt. Dann könnt ihr das zum Beispiel in eine magnetische Palette reingeben oder auch einfach hier in dieser Verpackung lassen. Ich würde es nicht in dieser Verpackung lassen, weil mir das auch schon mal zerbrochen ist. Und das ist ein Produkt, wo ich wirklich sehr lange überlegt habe, ob ich das wirklich brauche. Weil die meisten Highlighter, die ich habe, die stauben ganz schön. Und der ist wirklich so ein richtig schöner, cremiger Highlighter, aber in Puderform. Die anderen Lidschatten, ganz ehrlich, würde ich jetzt einfach mal behaupten, findet man auch in der Drogerie.
Den kann man sich wirklich mal näher anschauen und überlegen, ob man sich den mal zulegt. Das nächste Produkt ist aus der Kategorie Blushes und da kann ich euch ein Rouge auf jeden Fall empfehlen. Und zwar handelt es sich um MAC Harmony. MAC Harmony ist ein Rouge, das man perfekt zum Bronzen und zum Konturieren verwenden kann. Also wenn man schnell mal wirklich über die Wangen gehen möchte und so ein bisschen modellieren möchte, kann man das mit diesem Rouge perfekt machen. Es ist auch ein richtig schöner aschiger Ton, der so leicht warm ist, aber trotzdem noch kühl genug, dass man den zum Konturieren verwendet. Kann und den benutze ich auch super, super gerne. Ich muss sagen, den habe ich früher viel, viel öfter verwendet, weil ich das eher natürlicher mochte. Aber jetzt mag ich es halt nicht mehr natürlich und jetzt brauche ich wirklich nochmal so eine richtige Konturfarbe, um meinem Gesicht noch mehr Definition zu geben. Aber wer es wirklich natürlicher konturieren möchte, der sollte auf jeden Fall zu MAC Harmony greifen. Am besten mit so einem angeschrägten Pinsel so ein bisschen modellieren und dann mit so einem etwas größeren, fluffigen Pinsel so ein bisschen bronzen und aufwärmen. Und es gibt natürlich auch noch andere super schöne Rougefarben, aber nicht Farben, wo ich sagen würde, das müsst ihr unbedingt von MAC holen, sondern es gibt da auch noch viele tolle Alternativen aus der Drogerie. Das nächste Produkt kommt aus der Kategorie Lippenstifte und da muss ich sagen, es gibt so viele tolle andere Lippenstifte mittlerweile in der Drogerie von NYX, von Sleek, von ganz, ganz vielen anderen Marken, wo ihr nicht unbedingt die MAC Lippenstifte und MAC Lip Liner braucht. Ich liebe zum Beispiel MAC Velvet Teddy, MAC Taupe, MAC Whirl und so weiter. Aber ich würde mir die niemals nochmal kaufen. Also ich habe die zu Hause, aber ich würde mir nie die nochmal nachkaufen. Ich kann einfach zu günstigeren Alternativen greifen. Das Einzige, was ich mir wirklich nochmal gönnen würde oder nachkaufen würde, ist MAC Ruby Woo. Das habe ich auch auf den Lippen drauf. Ich finde, es ist so ein schönes, edles Rot. Da gibt es natürlich auch ganz, ganz viele Alternativen. Aber ich finde, von der Konsistenz her, vom Finish her und von dem Farbton her, finde ich, da kann man das wirklich mal von MAC holen, die Kombination. Und zwar habe ich den Lip Liner und den Lippenstift. Der Lip Liner ist perfekt abgestimmt auf den Lippenstift und heißt auch Ruby Woo. Damit umrande ich meine Lippen, male das so ein bisschen aus und danach kommt dann der Lippenstift drüber und dann hält das bombenfest, ohne meine Lippen auszutrocknen. Ich habe nämlich das Problem, ich liebe Liquid Lipsticks, egal von welcher Firma, die sind alle richtig schön, die so richtig schön eintrocknen auf den Lippen, aber leider machen die auch meine Lippen super rissig und MAC Lippenstifte sind bei mir die einzigen Lippenprodukte, die matt sind, aber nicht die so rissig machen. Aber wenn es einen Ton gibt, den ich von MAC empfehlen kann, dann würde ich sagen Ruby Woo. Das nächste Produkt kennt bestimmt auch jeder von euch und zwar ist es MAC Prep and Prime das Fixing Spray. Den gibt es übrigens auch in der kleinen Variante zum Mitnehmen oder zum Ausprobieren. Die kleine Variante kostet dann auch nur 10 Euro. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel euch noch unsicher seid, ob ihr das wirklich regelmäßig verwenden würdet, dann würde ich das hier zum Ausprobieren auf jeden Fall empfehlen. Ich habe ja vorhin gesagt, dass ich trockene Haut habe und am Ende sieht bei mir alles so ein bisschen staubig aus auf dem Gesicht und es sieht noch nicht so aus, als würde das zu meinem Gesicht gehören. Es sieht einfach trockener aus und wenn ich das dann rübersprühe, ganz, ganz fein so über mein ganzes Gesicht, dann wird das alles noch so ein bisschen besser miteinander verbunden und es sieht einfach schöner aus und sieht mehr aus, als würde das so mit meiner Haut verbunden sein. Und das mag ich so sehr an dem Produkt. Da gibt es auch nicht wirklich eine Alternative, die ich besser finde, weil bei MAC Prep and Prime habe ich auch das Gefühl, dass meine Haut nicht mehr so spannt danach. Habt ihr auch MAC-Produkte, die ihr wirklich gerne mögt? Oder gibt es auch MAC-Produkte, wo ihr sagt, oh mein Gott, absoluter Fehlkauf? Schreibt das gerne in die Kommentare rein. Und ansonsten könnt ihr auch gerne schreiben, welche MAC-Produkte auf eurer Wunschliste stehen, welche Produkte ihr unbedingt haben möchtet. Wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Schreibt mir auch gerne, mit welchen Marken ich das noch machen soll. Ich habe das zum Beispiel auch mit NYX schon gemacht oder mit Sleek. Die Videos verlinke ich euch hier und hier nochmal. Und dann würde ich mich freuen, wenn wir uns das nächste Mal sehen. Bis dann, ciao!